Die biblischen Bücher sind nämlich gewollt missverständlich. Falsche Zeitangaben sind ebenso beabsichtigt wie falsche Verfassernamen. Die falschen Angaben über die Autorenschaft der Briefe des Neuen Testaments, mit Ausnahme jener der sieben echten von 13 sogenannten Paulusbriefen, wurden von den Verfassern bewusst vorgenommen. Eine Unsitte, freundlich gesagt, die unter den nichtchristlichen antiken Autoren nicht üblich war. Paulus hat, wie der jüdische Theologe Pinchas Lapide schon vor 15 Jahren analysiert hat, mit falschen Zitaten des Alten Testaments versucht, seiner Deutung des Todes Jesu größeres Gewicht zu geben. Wir wissen also, dass auch die biblischen Bücher eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit sind. Es gilt, beides voneinander zu unterscheiden. Das ist bis heute nicht selbstverständlich. Denn es gibt auch Theologen, die meinen, es komme auf solche Feinheiten nicht an. Für den bisherigen Chefhistoriker des Vatikans, Walter Brandmüller aus Augsburg, ist es ganz gleich, ob ein angebliches Jesus-Zitat tatsächlich von Jesus stammt. Wenn es in der Bibel steht, ist es Gottes Wort. Es gibt im Neuen Testament viele Beispiele für Jesus zugeschriebene Sätze, die ganz sicher nicht von Jesus stammen, aber dennoch tiefe Wahrheiten ausdrücken, wie es im Übrigen auch Märchen können. Märchen können ja durchaus ein Konzentrat von Lebenserfahrungen in bestimmter Zeit und bestimmten Gesellschaften sein. Dennoch meine ich, die Bibel ist ein bisschen mehr als etwa Grimms Märchen. Und ich denke, es ist aller Mühe wert, herauszubekommen, was denn nun wirklich die Fakten sind. Ich habe da größeren Respekt vor unvoreingenommener Forschung als der Papst Benedikt XVI. Er rühmte am 6. Januar 2010, dem Dreikönigstag, die Weisen aus dem Morgenland als Musterbeispiel für eine perfekte Harmonie zwischen Forschung und Glauben. Über Hänsel und Gretel hat er sich nicht geäußert. Die Bibel ist ein so gewichtiges Werk, dass sie es sogar aushält, wenn einzelne ihrer Sätze zu Sprichwörtern, zu Losungen gemacht werden. Allerdings ist es doch sehr schlicht gedacht, diese Sätze als originale Zitate von Jesus oder gar als Gottes Wort anzusehen. Das zeigen schon einige wenige unumstrittene Tatsachen. Das Alte Testament ist auf Hebräisch verfasst und später ins Griechische übersetzt worden. Jesus sprach Aramäisch. Die Evangelisten und zuvor schon Paulus schrieben jedoch Griechisch. Um das Jahr 400 wurde die Bibel von dem Gelehrten Hieronymus aus Dalmatien ins Lateinische übersetzt, die sogenannte Vulgata. Diese wurde von der katholischen Kirche nach der Trennung von den Protestanten auf dem Konzil von Trient anno 1546 als endgültige Gestalt der Heiligen Schrift akzeptiert. Es gibt keine 1:1-Übersetzung, abgesehen davon, dass jede Übersetzung auch fehlerhaft ist. Hieronymus hat zum Beispiel den Fehler gemacht, glänzend mit gehörnt zu übersetzen. Das biblische Buch Exodus berichtet über Mose, dass die Haut seines Angesichts glänzte, als er mit den Gesetzestafeln vom Berg Sinai herabgestiegen war. Das hat der Übersetzer missverstanden und so bekam die Statue des Moses von Michelangelo, der sich auf die lateinische Bibelübersetzung verließ, Hörner aufgesetzt. Im Alten Testament gibt es jede Menge Hinweise auf Wesen, die ins damalige Weltbild passten. Dazu gehören die im Alten Orient ursprünglich aus Schlangen entstandenen Engel sowie das Heer der Teufel und anderer böser Geister. So wie die damaligen Herrscher mit Gefolge auftraten,
stellte man sich den Herrn des Himmels ebenfalls mit himmlischem Gefolge vor. Und da ging es eben menschlich zu. So haben es nicht nur die sagenhaften griechischen Götter, etwa Göttervater Zeus höchst selbst, mit den hübschen Menschentöchtern getrieben. Im biblischen Buch Genesis stehen die folgenden Sätze. Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochgerühmten. Solche Sätze zu lesen und dann, wie die ganz Frommen im Lande zu behaupten, die Bibel sei wortwörtlich wahr, ist schon eher komisch. Nein, die biblischen Bücher sind auch in vielen Details sehr zeitbedingte Weltdeutungen. Jesus hat nach seinem Tod am Kreuz nichts Schriftliches hinterlassen. Wahrscheinlich kursierten alsbald nach Jesu Tod Notizen, die sich Anhänger Jesu gemacht hatten. Die Evangelisten müssen diese jedoch nicht erhalten gebliebenen sogenannten Logien zur Verfügung gehabt haben. Denn keiner der Evangelisten kannte Jesus persönlich. Auch der Apostel Paulus nicht, dessen Briefe zwar die ältesten Texte des Neuen Testaments sind, aber auch erst 20 bis 30 Jahre nach Jesu Tod geschrieben wurden. Selbst die Paulusbriefe kennen wir nur in Abschriften. Das Neue Testament ist eine Sammlung verschiedener Textstücke, die sehr viel später zu einem Konvolut gebündelt worden sind, dem Buch, das wir heute Neues Testament nennen. Darin finden sich neben faktischen Aussagen höchst unterschiedliche Deutungen der Geschichte von Jesus. Und die ausgewählten faktischen Mitteilungen dienen zugleich eben der speziellen Deutung nach dem Verständnis des jeweiligen Evangelisten. Auch hier gilt, was der Theologe, Publizist und Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags Heinz Zarnt 1969 so formulierte. Die Bibel ist von Menschen geschrieben. Sie ist ein menschliches Buch und darum kann sie nicht anders gelesen und verstanden und nicht nach anderen Methoden ausgelegt werden als andere menschliche Bücher auch. Die Bibel wird damit nicht weniger wichtig, dass man sie kritisch liest. Im Gegenteil, nur so kann man sie verstehen und frei von Aberglauben Hoffnung und Sinn im Leben suchen und, wie ich meine, auch finden. Ich stimme dem Präsidenten der Katholischen Bibelföderation, Bischof Vincenzo Paglia, zu, wenn er analysiert, Fundamentalismus entsteht dort, wo sich verunsicherte Menschen zur Bibel wenden, ohne sie wirklich zu verstehen.